Hallo meine Lieben, wir haben heute Mittwoch und es ist jetzt 11:29 Uhr und ich wollte euch meine Tafelsachen zeigen, weil ich habe die Tafelsachen jetzt bekommen und freue mich gerade mega und ja, ich konnte mich vorher nicht melden, weil ich hatte um 10 einen Termin und vorher ging es nicht, ich habe nämlich verschlafen. Und da hatte ich dann auch nicht mehr so viel Zeit. Ja, das war ein bisschen blöd, weil der Traum war so toll und dann hat der Wecker geklingelt, den habe ich nur ausgemacht und dann habe ich weiter geschlafen. Moment. Ja, und dann habe ich halt weiter geschlafen und deswegen melde ich mich jetzt erst. Und ich habe sogar ein Foto gemacht vorher fürs Thumbnail. Weil das vergesse ich immer. Ich pack dann die Sachen aus, räume die dann weg und dann fällt mir ein, ach, du musst doch noch ein Foto machen. Und dann muss ich alles wieder zusammensuchen, alles wieder in Karton packen und dann nochmal fotografieren. Aber ich habe heute dran gedacht und ich habe zuerst Fotos gemacht und jetzt möchte ich auspacken. Ja. Und dann drehe ich euch mal so, dass ihr den Karton sieht. Seht, sieht, seht. Genau. Also. Das ist der Karton. Da sind ganz viele Sachen von der Tafel drin. Und es gab sogar Blümchen. Und dann noch in Lila. Ist das nicht cool? Vorher hat das 1,09 € gekostet. Ups, vorher hat das 1,09 € gekostet. 30% haben sie reduziert. Aber anscheinend hat das doch keiner gekauft. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ja, okay. Also erstmal ein Fladenbrot, das ist sehr gut. Warte mal, ich sag was. Ich habe nämlich noch nichts essen können, weil ich hatte jetzt nichts mehr im Kühlschrank. Sorry. Ich hatte nämlich nichts mehr essen können. Ich hatte nichts im Kühlschrank. Und ja, dadurch, dass ich so wenig Zeit hatte, konnte ich auch nichts essen. Und jetzt habe ich ordentlich Hunger. Aber ich habe eine gute Nachricht. Ich habe mich heute gewogen und habe ein paar Kilo abgenommen. Und darüber bin ich so stolz. Also, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich glaube, man sieht es nicht. Aber ich wiege unter 80 Kilo. Ich habe ja 83, 82 gewogen. Und jetzt habe ich ja. Achte ich ja wieder so auf die Kalorien und heute Morgen habe ich mich gewogen, weil ich wiege mich immer morgens, nachdem ich auf Toilette war und dann halt nackig, weil das genauer ist. Naja, und da stand dann 78,6 Kilogramm und ich so, ja, echt jetzt? Wie geil ist das denn? Ja, auf jeden Fall, das wollte ich kurz sagen. Und dann packen wir weiter aus. Also, wie gesagt, Fladenbrot. Und ich habe mich darüber sehr gefreut, weil heute Abend ist Aktenzeichen XY-Time und da kann ich dann was knabbern. Dann ein Baguette. Ich habe gerade nur geguckt, was hier steht. Aber das ist auch gut. Oh, wie genial. Spekulatius. Eine Mandarine. Ein Apfel. Das ist eine Orange und das auch.
Heidelbeeren, oh ja, wie geil. Radieschen. Das Grüne kriegt wieder Silvesterschatz. Da freut er sich. Dann nochmal Mandarinen. Eine Paprika, darüber freut er sich noch mehr. Und Chicorée, darüber freut er sich auch. Nochmal Mandarine. Eine frische, fettarme Milch. Das ist richtig cool. Ein Brot. Das finde ich auch richtig toll. Es ist ein Chia-Brot. Kann man das sehen? Nee, oder? Doch, jetzt. Yes. Oh, Halloween-Kugeln. Oh, wie cool. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Eine Sportsalbe. Wie cool. Das ist gut für meine Hüfte und so. Ein Lauch. Eine Butter. Die ist sogar richtig gut, weil laktosefrei. Die vertrage ich schon eher als normale. Dann nochmal ein Salat. Das ist auch für Silvesterchen. Schlagsahne, das muss jetzt nicht sein, aber ist auch ganz gut. Ein Fruchtjoghurt, Erdbeere. Und das ist auch genial, Frischkäse, laktosefrei. Mega. Eier. Birne, das finde ich auch richtig toll. Nochmal ein Apfel. Pilze, also Champignons. Weintrauben. Eine Avocado. Zitrone oder, ja doch, eine Zitrone. Ich glaube, die ist nur ein bisschen grün. Und Kiwi. Und ganz viel Raffaello. Gut, es war jetzt nicht so wirklich gut für meine Ernährung. Also für, nicht Ernährung, für die Diät. Ist doch cool, oder? Mega geil. Nein, ist cool. Cool. Yes. Naja. Aber ich wollte noch was anderes erzählen. Und zwar war ja halt meine ambulante Betreuung da, habe ich ja eben gesagt. Ist gut. Habe ich ja eben gesagt, dass sie da war. Und ich habe ihr davon erzählt, von der Ausbildung, von der Ex-In-Ausbildung. Und sie meinte, sie traut mir das zu, allerdings soll ich mich halt noch informieren, aber das wollte ich ja sowieso machen. Und da meinte sie, ja, das klärt sich, oder ich soll dann mit der Tagesstätte sprechen, aber da meinte ich so, ja, aber Tagesstätte und die Ausbildung,
das kriege ich nicht hin, das ist mir zu viel. Ja, aber dann hat sie gesagt, ja, aber wenn das dir nicht liegt oder keinen Erfolg hast, dann hast du ja nichts mehr. Ich sage, ja, schon, aber man kann jederzeit auch wieder zurück. Sprich, klar hätte ich vielleicht dann erstmal nichts. Es kann ja auch sein, dass ich dann wieder auf eine Warteliste komme. Aber ich könnte jederzeit zurück in die Tagesstätte. Das ist kein Problem. Nur, ich habe gesagt, ganz ehrlich, also Tagesstätte und dann noch Termine mit dir. Und ich hoffe auch, dass das mit der Tafel immer noch ist. Und dann noch dreimal in der Woche dahin fahren. Das kriege ich nicht hin, weil Donnerstag, Freitag und Samstag halt wäre so ein Unterrichtstag. Mittwoch habe ich aber Termine mit meiner ambulanten Betreuung, sprich ich müsste Montag, Dienstag noch in der Tagesstätte. Da muss ich ja auch noch so Sachen arbeiten oder vorbereiten für die Ausbildung und da habe ich dann nur noch Sonntag frei. Nein, das wird mir zu viel. Aber ja, ich höre mir das noch weiter an mit den ganzen Informationen, was die aus der Tagesstätte halt sagt, die ja Genesungsbegleiterin ist. Das höre ich mir an. Und ansonsten habe ich oder hat meine ambulante Betreuung auch noch geguckt auf der Internetseite und die bieten sogar Infogespräche in Braunschweig an. Also in Hannover und in Braunschweig. Sprich, jeden dritten Dienstag im Monat wäre so ein Infotermin. Und dann gibt es auch noch, man muss sich dann bewerben, dann gibt es aber auch noch so eine Bewerbungswerkstatt. Also sprich, ich wollte mich ja, oder informiere mich ja sowieso. Aber sie meinte auch, das würde sie mir zutrauen, das ist voll mein Ding. Und ja, ich hätte ja auch noch soziale Anbindungen, also sie ist ja auch noch da. Ich habe sie ja dann noch nicht verloren. Und ja, ich gucke mir das an und informiere mich, aber sie meinte eigentlich, mach das. Und du kannst ja eigentlich auch nur gewinnen. Also selbst wenn du merkst, nee, also ich mache zum Beispiel jetzt die Ausbildung und danach merke ich, nee, ich will nicht, will doch nicht, habe ich ja trotzdem gewonnen, weil ich ja an mir dann auch arbeite oder mich informiere und weiß ich nicht. Also ich kann nur gewinnen und selbst wenn ich es nicht schaffe, habe ich eine Erfahrung mehr gemacht, hat sie gesagt. Und ich finde auch und ich bin total begeistert und ich glaube, ich möchte das wirklich machen. Und ja, mit dem Geld, das kann man auch alles klären. Ich glaube, das ist das Geringste. Ich weiß es nicht. Aber ich, sagen wir mal, 90% ist vielleicht zu viel gesagt. Zu 80 oder 70% würde ich sagen, ich möchte das machen. Und den Rest, da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber ich habe ja jetzt zum Beispiel auf Freitag mit derjenigen, die ja Genesungsbegleiterin ist, ein Gespräch, weil sie bietet halt freitags immer eine Sprechstunde an und ich habe mich ja dafür angemeldet und ich rede mit ihr am Freitag und vielleicht kann die mir oder vielleicht kann sie mir auch meine Ängste, die ich noch habe, nehmen. Und ja, da bin ich guter Dinge. Aber das wäre so cool, wenn ich was gefunden hätte, was mir wirklich liegt und was mir Spaß macht und was ich auch kann, hoffentlich, aber das weiß ich ja jetzt noch nicht. Das wäre schon cool.
weil ich echt immer überlegt habe, was mache ich nach der Tagesstätte? Wie lange bleibe ich überhaupt in der Tagesstätte? Das ist ja auch noch so ein Ding. Aber was ist nach der Tagesstätte? Ich glaube nicht, dass ich da mein ganzes Leben verbringen darf. Vor allen Dingen, das wären noch, ja, 20 Jahre ungefähr. Oder noch länger, die ich dann da bleibe. Ich weiß es nicht. Aber die Tagesstätte kostet ja auch Geld. Also bezahle ich ja nicht. Ja. Nee, ich finde, das lässt sich alles klären und für alles gibt es eine Lösung und vielleicht ist die Lösung auch total einfach und ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ich esse jetzt erstmal was. Ich habe wirklich mega Hunger und wir haben es halt schon 11:45. Und ja, ich weiß zwar noch nicht was, aber ich glaube, ich nehme ein Fladenbrot und ein paar Weintrauben und vielleicht sogar noch die Birne dazu. Ja, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss und dann melde ich mich nachher nochmal. Melde ich mich nachher nochmal. Bis dann.
So, jetzt habe ich abgewaschen, habt ihr ja gesehen. Ja, Lust hatte ich nicht, aber ich war eben so müde und dachte, ja, nee, du gehst jetzt nicht ins Bett, sondern du musst ja eh noch die Tafelsachen wegräumen und eigentlich auch noch abwaschen, sodass ich jetzt dachte, okay, ich wasche jetzt ab. Dann habe ich das hinter mir und dann kann ich mich ja immer noch hinlegen, weil ich habe Hüftschmerzen wie Sau. Ja, aber das wollte ich dann doch gemacht haben, dass ich mich, wie soll ich sagen, beruhigter hinlegen kann. Ich muss zwar dann auch noch das Video schneiden, aber ich lege mich, glaube ich, trotzdem hin und einfach nur Mittagspause machen und dann muss ich ja genau irgendwann das Video schneiden. Okay, Moment. Ah, jetzt. Sorry, hinter meiner Brotdose war die Klammer und das hat mich irritiert, dass sie so schief stand. Und dachte, hä? Komisch. Und dann habe ich gesehen, ah, da liegt was hinter. Ja. Was wollte ich sagen? Genau, ich wollte mich jetzt, glaube ich, gerne ein bisschen ausruhen. Aber Video muss ich ja auch noch schneiden. Das mache ich dann auch noch. Oh, meine Nase tut weh. Oh. Ich habe da irgendwie Schorf drin. Ich weiß nur nicht, warum. Weil ich habe da nichts gemacht, aber irgendwie ist da Schorf drin. Das tut voll weh. Naja, aber egal. Ich weiß nur noch nicht, was ich dann mache. Gut, das lasse ich jetzt so trocknen. Das räume ich dann, wenn es trocken ist, weg. Ja, ich habe ein bisschen Fladenbrot habe ich gegessen mit Frischkäse drauf. Dann habe ich die Birne gegessen und ein paar Weintrauben habe ich gegessen. Genau, jetzt muss ich noch das Fladenbrot wegräumen. Die Pilze auch. Das Fladenbrot muss ich noch einpacken. Und die Pilze muss ich noch wegräumen. Also ich mache die Folie mal ab. Weil, ja, die sollen aus der Folie raus, weil die sonst schwitzen. Und dann werden die schneller schlecht. Deswegen. Und ich habe heute, genau, das wollte ich nämlich auch noch zeigen, weil sonst hätte ich schon weggeschmissen. Ich habe ja keinen Zucker mehr und ich habe schon vor Monaten, ich glaube letztes Jahr irgendwann, habe ich mir Birkenzucker geholt. Ja, weiß nicht, ich brauche nämlich irgendwie Zucker für den Kaffee. Und ja, und es muss ja nicht unbedingt immer sein, dass ich so viel Haushaltszucker nehme und dann lieber irgendwie so Alternativen. Ja, weiß nicht, ob das besser ist, aber einfach mal fürs gute Gefühl habe ich mir das irgendwann gekauft. Aber ich hatte ganz oft Zucker von der Tagesstätte bekommen, von der Tafel bekommen. So dass ich die dann auch erstmal aufbrauchen wollte und jetzt habe ich die in meinen Zuckerbehälter gepackt. Genau. Und irgendwie, ich habe immer noch weiße Farbe von gestern, von einem Kunstprojekt. Sieht man nicht so gut, ne? Ja, nee, sieht man nicht. Vielleicht mit Licht? Nee, irgendwie ist es so dunkel. Ja, da, irgendwie ist weiße Farbe. Ich glaube doch, jetzt sieht man es. Habe ich irgendwie noch nicht weggemacht. Egal. Wie gesagt, jetzt noch das Fladenbrot.
wegpacken und die Pilze. Und das kann ich ja jetzt auch wegschmeißen. Ich wollte euch das nur mal zeigen. Ja, und dann kann ich mich, glaube ich, noch ein bisschen hinlegen. Und dann wollte ich noch Wer wird Millionär gucken. Habe ich nämlich aufgenommen. Weil montags, ich gucke ja immer YouTube und dann verpasse ich es, obwohl ich es gucken möchte. Und da habe ich es mir jetzt aufgenommen. Das war aber von letzter Woche, was ich gerade gucke. Und von dieser Woche Montag habe ich aber auch aufgenommen, aber gerade gucke ich halt von letzter Woche. Und was komisch ist, sind die dunklen Weintrauben. Die schmecken irgendwie nach Ananas. Wenn man sie so isst, schmecken die nach Ananas. Ich glaube, das heißt, dass sie nicht mehr ganz so gut sind. Aber die haben echt Ananasgeschmack. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die sind nicht immer gut. Naja, genau. Aber dann lege ich mich jetzt noch ein bisschen hin. Gucke, wer wird Millionär? Und dann melde ich mich später nochmal. Dann bis später. Ja. Ich wollte mich nochmal melden. Ich bin jetzt, also ich hatte mich hingelegt und bin dann nochmal eingeschlafen. Jetzt haben wir 17 Uhr. Und ja, ich glaube, ich sollte mich jetzt beeilen mit dem Schneiden, weil sonst kommt heute Abend nichts online. Ja, keine Ahnung. Ich muss mich wirklich sputen. Ich hätte aber auch gerne noch weiter schlafen können irgendwie. War ich doch sehr müde. Egal. Sorry. Genau. Ja, ich werde, wie gesagt, jetzt das Video schneiden und später Aktenzeichen XY gucken. Und dann, ja, dann schlafe ich ja eh irgendwann so gegen 22 Uhr und dann ist ja schon wieder Donnerstag. Und dann bin ich gespannt, was wir alles so morgen machen und ja. Sorry, bin ich gespannt. Naja, dann würde ich sagen, ich beende das Video. Ich glaube, das ist heute wirklich sehr kurz. Ich weiß es gerade nicht. Okay, ich beende jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, das Video ist wirklich sehr kurz geworden. Ja, aber ja, lasst gerne einen Daumen oben da, einen Kommentar, wie euch die Tafelsachen gefallen hat. Ich wollte schon wieder sagen, hat. Ja, und dann lasst gerne ein Abo da, falls ihr es nicht schon getan habt. Das kostet auch wirklich nichts. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder was auch immer. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und bis dann. Tschüss.